So, hallo, während Part 5 jetzt im Hintergrund hochlädt, machen wir weiter bei Infernum. Und letztes Mal haben wir einen Maulwurf begleitet und wurden wieder mit Coinsnakes konfrontiert. Zum Glück nur kurz. Bin gespannt, was da noch so kommt. Und jetzt gibt's Comites Crepri, wo wir schon mal reingeschaut haben. Aber viel habe ich noch nicht gesehen, weil, ja. Also der muss da hoch. Okay, das passt. Jetzt kann ich mir den Block dann holen. Und der Block muss. Ah ja. Ah ja, ich sehe. Das hier hat alles mit. Schon zu langsam, viel zu Oh langsam. mein Gott, was? Der muss direkt durchlaufen. Okay, aber ich verstehe, das ist dann so ein. Aua. Ein Bombenlevel, wo man schnell sein muss. Sagen wir mal generell ein Bombenlevel. Mist. Okay. Na super. Ich gehe safe, anstatt den Block zu nehmen. You hit one Taste. So und so. Perfekt. Gut. Yo, 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 yo. Chill mal. Das ist nicht so gut. Das Kommst ist du? jetzt definitiv nicht so gut. Ja, der muss in die Mitte. Ach, verdammt. Na. No. So, perfekt. Hui. Übrigens, nach diesem Level hier werden die Level richtig schlimm. Gut. Ich warne dich nur schon mal fairerweise vor. Das dann ist ja gut. Mal gucken, wie lange wir den Hack noch spielen. Oh je. Das sind übrigens gelbe Münzen. Ja. Oh, wait, hä? Aber ich. Also ja, okay, ich soll normal springen. Aber dann muss der da Richtig. drin ja rumlaufen. Richtig. Oh! Ich verstehe. Ja, so schnell schaffe ich das ja gar nicht. Ach so, ah, ich kann. Okay, ich weiß, was ich machen muss. Oh je. Du gehst erstmal. Deswegen habe ich das mit dem Schnellsein vorhin auch mal relativiert. Es ist einfach nur ein Bombenlevel. Du gehst erstmal hier fliegen und ich mache hier einen Block auf. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Theoretisch ganz gut. Von der Umsetzung her Miserabel. haben wir noch Verbesserungspotenzial. Oder so. Magen Abflug. So, Magen Abflug. Gut. Na, Alter. Gott, meine Konzentration. Gut, dass du gesafe-stated hast. Ja. Was soll ich denn Hilfe? So viele Sachen auf einmal. Der Block muss irgendwie da oben durch, scheinbar. Oder so. Ach, komm. Also, wenn ich ihn jetzt hätte, würde ich den da. Aha. Ach so, hä? Ja. Ah, dann läuft er da unten rein wahrscheinlich oder sowas. Richtig. Okay. Junge. Ja. Blub. Ja, das war Das jetzt hat ja etwas zu nicht so gut früh. funktioniert. Blub. Ach, komm schon. Er war stets bemüht. Ach. Ja, Etze.
Flupp. Geht doch. So, macht Bumm. Dankeschön. Jetzt nur noch runterkommen. Ja. Dann warten wir halt eine Runde. Oh Gott. Ah, das geht sogar von hier aus. Du kannst auch auf dem Poki zwischenlanden. Ah, das ist ja langweilig. Wow! Ich hätte damit rechnen müssen, aber habe ich nicht. Ach, ich muss die doch bestimmt mitnehmen. Als ob ich dir eine Bombe umsonst gebe. Nein! Nein! Mario, die Lücke war groß genug. Ja, gut. Der Hack ist übrigens auch einfach genug, als dass man ihn ohne Save-State schaffen kann. Trotzdem sagst du, aber jetzt kommen die besonders schlimmen Level nach dem hier. Ja, trotzdem alle ohne Save-States möglich. Na gut. Jo, okay. Da ist dann die Bomben-Eskortier-Mission schon zu Ende. Mist. Wenn man denn richtig werfen würde. Oder gar nicht werfen. Sondern einfach brav ablegen. Und hoffen, dass es nicht einen mitreißt. I see. Oh, wow. Ah, ich schmeiße es hinter den Poki. Ja. Das ist doch geworfen. Easy. Ja, stimmt. Jetzt hätte ich dir einen Tipp geben wollen. Ja, easy. Wow, okay. 1, 2, 3. Gut. Oh mein Gott. Ich glaube, der ist super. 1, 2, 3. Und dann dabei. Ah, AC. Ach komm. Hüpf doch, Mario. So. Ne, super. Dann macht er schon schöne Hilf Münzen. Doch, Conan. Dann macht er schon schöne Münzen und dann treffe ich es trotzdem nicht. So. Heieiei. Save State. B. 13. Ne, ach, das ist wieder 1-3. Ach so. Ach, mitnehmen. Schon verkackt. Ah, ich brauche die da hinten, um da hochzukommen. Richtig. Na gut, aber dann kann ich ja auch hier rüber und den da hin schon mal pfeffern. Oder auch nicht. Was machst du bitte schön? Es war eine Idee, aber eine schlechte. Ah, ja, und der State war auch ganz schlecht. Ja, der State ist gut. Das heißt, ich muss irgendwie den da hinten wieder rausladen, dass der nicht explodiert. Nein, du bist gar nicht da. Das ist ein vertikaler Raum übrigens. Ah, das heißt, es juckt den nicht. Richtig, ob du scrollst oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Hm. Das hätte ich mitgedacht. Wie muss ich das denn verhindern? Wie kann ich denn dann verhindern, dass der die Biege macht? Schnell sein. Sehr, sehr schnell sein. Ach so, der explodiert vorher und dann geht der andere hoch. Ach so, ja, okay. Also gar nicht kompliziert denken, sondern einfach gut sein. Das kann ich. Schlecht. Why? Behaupte ich mal. Ah, noch schneller kriege ich es auch nicht hin. Doch. Ach, komm schon. Hm. Schwierig. Nein! Vielleicht erkennst du das Problem. Ja, er explodiert ein bisschen zu bald, aber nur ein bisschen. Ach, verdammt!
kannst es natürlich auch so versuchen, da hochzukommen. Ja, ich glaube, das ist zu hoch, das Ding. Ja. Oh, ich habe eine Idee. So verbuggte Hitboxen, wie die Explosionen haben, wird es mich nicht wundern, wenn du darauf abspringen kannst. Ich habe da eine Idee. Das ist nicht die Idee gewesen. Aber das Problem ist, das Ding ist ja dann auch weg. Ja, nee. Nee. Nee, ist schlecht. Back to the Röhre. Das war schlecht. Sehr schlecht. Das ist auch der Nachteil, wenn man mit Safe State spielt, weil du dir gar nicht so richtig dessen bewusst wirst, wie du mit Bomben eigentlich umzugehen hast. Ah, das sieht doch gut aus. No! Nee, sieht nicht gut aus. Jo, wie soll ich denn da noch schneller sein? Wie gesagt, du interagierst nicht richtig mit deinem Bombenfreund. Okay. Schon viel zu langsam. Meinst du? Ja. Okay. Wir gucken mal. Könnte es mal höher kommen? Ah. Ich meine, ja, wenn man mit einem Spin-Jump irgendwie eine gute Hitbox erwischt, dann ja. Aber das B am Ende der Plattform ist eigentlich nicht zur Deko. Ja, das ist wohl richtig. Na gut. Zurück. Kann ich das schneller machen? So, schon mal nicht. Also habe ich irgendeinen Gedankenfehler noch. Ja, hast du. Denk mal an den Midway Point zurück und wie du verhindert hast, dass die Bombe, die du dort bekommen hast, explodiert. Ja, ich habe es halt immer wieder Ach so, ich muss... Ja, aber ich komme ja nicht vorher zu der nach hinten. Und die vorne muss doch so schnell wie es geht explodieren. Die muss so schnell wie es geht explodieren, richtig. Aber ich muss sie ja werfen. Also ich muss sie ja irgendwie mitnehmen. Mitnehmen, ja. Werfen... Ach so. Solche, so eine Art Kamikaze-Aktion oder was? Ah, ach du grüne Neune. Ja, das ist. Noch ein bisschen weiter hinten ablegen. Jetzt dauert es wieder, bis er explodiert. Und wie gesagt, nicht werfen. I see. Ja, interesting. Gut. Dann kommt man nämlich auch wie geplant. Eieieiei. Okay. Gut, aber ein Stundenpart wäre es nicht geworden, der andere. Huh. Villa Orbis. Das Haus des Kreises. Viel Ach. Spaß. Okay. Wird direkt begrüßt. Okay, kann nicht zurück in die Röhre. Nein. Sag mal. Okay, bin ich doof? Hä?
Gegen die Hitbox protestiere ich jetzt aber. Das war frech. Ich meine, das da drüben ist doch nur der Conan-Exit, also... Richtig, genau. Gut, dann ignoriere ich das. Ah, Gott sei Dank. Oh mein Gott, es scrollt. Mach, dass es aufhört. Ah! Ja, schon verpackt. Viel zu langsam. Ach, ich muss da durch. Okay. Schon verkackt. Viel zu schnell. Oh. Ah, ich muss hier drücken. Aber da, ich bin irritiert, dass ich jetzt mit dem Turnblock nichts mache. Aber es heißt, das Kreis ist, also werde ich diese Strecke mehrfach gehen. Richtig. Ganze zweimal. Faszinierend. Wobei wahrscheinlich etwas öfters, wenn du dich so verstatest wie hier, aber egal. No! Okay. Und jeden Part grüßt der, ja, weiß ich nicht, Raum 3, wie es in der Ferie zumindest war. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt den Pixel viel zu bald gedrückt. Ja, hast du. Und wie weit muss ich den? Hä? Du hast schon wieder elementare Dinge übersehen. Hier wären wahrscheinlich jetzt Blöcke oder sowas. Nee, okay, keine Ahnung. Tschüss. Achso, zurück zum P-Switch drücken. Also warte ich hier eine Weile, um ihn zu drücken. So nicht. So schon. Sehr gut. Also, wird zwar trotzdem eng, aber naja. Mal gucken, was jetzt anders ist. Nichts. Hä, aber bis hier rüber kann der niemals halten. Das muss er auch gar nicht. Was ist denn dein Ach Problem? Ach so, ja, check ich. Weiter. Ich check's, ich soll den Koopa mitnehmen. Ein Genie, mit dem ich aufnehme, ich merk's schon. Ja, das wird nix. Das ist noch die einfache Hälfte des Puzzles. Die schwere, die kommt erst noch. Dann warten wir halt länger, ich habe ja Zeit. Ach so, aber ich sollte ihn vielleicht auch drücken. Na! Das ist bestimmt nur für später und nicht jetzt als Falle gedacht. So, taucht dann halt irgendwas auf. Oh mein Gott, bin ich blöd. Wobei, was soll da auftauchen? Wenn ich jetzt beim P-Switch drücken nichts auftauchen lasse, wird danach auch nichts auftauchen. Come on! Das ist doch als Falle gedacht. So. Ja, dass du nicht zu hoch springen kannst. Ich rate heute aber auch in alles rein. Meine Güte. Es war zwar wichtig, jetzt aufzunehmen, aber direkt nach der Schule bin ich echt böse und konzentriert. Uiuiui. Ja. So. Man möchte meinen, die Schüler färben auf dich ab. So. Ach, komm schon. Na, no, du bist da hoch, du Klempner. Mario denkt sich auch nur, das stand nicht in der Jobbeschreibung drin. Ja, Mario hat aber viele Jobs. Er ist Fußballer, er ist auch Doktor. So, ne? Ach so, da kann ich hin und her. Okay, cool.
So, und jetzt beginnt der richtige Teil des Puzzles. Ich werde mich dezent zurückhalten. Okay. Hä, wofür war jetzt der... Ich hätte den Pilz behalten müssen, oder was? Ich meine, jetzt bin ich ja auf dem Rückweg, aber ich müsste jetzt groß sein eigentlich. Das wäre nicht schlecht gewesen. Ah, wait, I get it. Ja, das ist noch der einfache Teil vom schwierigen Teil. Dafür ist die Röhre nämlich da. Ja, super. Ja, das haut noch nicht hin. Ach so! Jetzt bin ich ja groß. So kriege ich ja zwei Pilze in die Kiste rein. Ne, nee, kriege ich nicht, aber ist egal. So. Theoretisch schon. Aber ist nicht verlangt. Gott sei Dank. Geh kaputt! Geh kaputt! Warum auch immer. Ach so, war ich sonst nicht. Hä? Hi. Okay, jetzt muss ich da wieder warten. Das Leben ist übrigens nur für den Fall, dass du stirbst. Ah, ich dachte, es ist vielleicht irgendwie so ein Dings-Checkpoint, den man einsammeln muss. Genau deswegen. Ach so. Damit du nicht immer wieder bei jedem Versuch durch die Röhre laufen musst, hat der andere Raum jetzt auch noch einen Pilz bekommen. Ah, ich verstehe. Wait, da oben will ich gar nicht hin. Nein, den Mond zu sammeln ist nicht verlangt. Aber ich komme ja da nicht groß durch. Ja, dann musst du wohl klein werden. Also werde ich wieder klein. Welchen Sinn hatte das dann jetzt? Dass du jetzt einen Mid-Air-Shell-Jump hoch zum P-Switch machst. Und nein, das war Ironie. Ich wollte gerade sagen, garantiert nicht. Ah, Moment, kann ich jetzt komplett zurück... Ah, der dreht um! Ja, so nicht. Ja, so auch nicht. Ich dachte, der dreht um. Bin ich doof? An mir drehen die nicht um, oder? Was denke ich schon wieder falsch? Nee, der dreht nicht um von selbst. Ich dachte, wenn er umdreht, dann könnte er hier entlang fliegen. Dann wäre alles cool. Ja, wenn er umdreht, wäre alles cool. Richtig. Hättest du ihn mal zum Umdrehen gebracht. Aber wie es so schön heißt, hätte Fahrradkette, ist nichts wirklich draus geworden. Ich glaube, ich kann ihn aus der Situation nicht zum Umdrehen bringen. Bräuchte irgendwas, wo er gegenfliegt. Aber ich bin das nicht. Gleichzeitig kann ich dir aber versichern, dass in der derzeitigen Situation die Lösung des Rätsels noch absolut möglich ist. Das klingt doch schon mal gut. Kann ich dich... Wie bringe ich dich, dass du das... Scrollen hilft natürlich auch nicht. Das ist ein Scrolling-Level selbst, also... Oh, kann ich vielleicht... Nee, ist Schwachsinn. Never mind. Hä? Wann drehen die denn noch so um? Nein. Oder einfach den Mid-Air. Ich wollte gerade sagen, wir machen einfach den Mid-Air. So. Sind ja inzwischen auch RTA viable. Von der anderen Seite dreht er um. Ja, hättest du jetzt noch überlebt, wäre alles gut. Ach, wenn ich so, dann dreht er... Ah, ja, moin. Das sind alles Dinge, die ich wahrscheinlich wissen müsste. Nach über 10 Jahren SMB eventuell. Na gut. So, das ist jetzt wieder das Ende, was man sich verdienen muss. Und das ist eine Reset-Tür? Nein. Also ja.
Ja, aber nicht jetzt der Reset, den ich so wollte. Hilfe. Okay, ja gut. Ist einfach nur aushalten. Naja, nicht ganz. Und die Münzen wegmachen. Ja, okay, und die Münzen wegmachen. So, ich muss halt die da oben noch wegmachen und dann ist alles cool. Fangen wir mal hier an. Wobei, es reicht eigentlich eine. Ach, komm. Okay. Nein! Na, ich hätte, das wäre gut gewesen. Ich hätte nur noch warten müssen. Das wäre gut gewesen. So, mach du einen Abflug. Du machst auch einen Abflug. Und jetzt hoch. Easy. Komm, nein, komm nicht zu mir. Nein! Oh. Ich wollte es gerne mal ohne Safe Set probieren, aber ich glaube, dass... Ach bitte, Conan. Das kriegst du doch wohl noch hin. Dauert zu lange. Weiß es nicht. Mal gucken. Du musst ja keine 3 Level in einem Part schaffen. Du kannst jetzt ganz entspannt hier das Ende einfach nochmal ohne Safe States probieren. Oder willst du dich vollkommen vor deinen Zuschauern blamieren, wie sehr dein Skill doch abgeflacht ist? Beides. Ah! Übrigens am einfachsten ist die Stelle, wenn man den P-Switch drückt, sofern man in den Raum kommt, direkt danach. Okay. Ach so, müsste es jetzt eigentlich auch passen. Wenn du noch rüberkommst, ja. So, jetzt haut er nämlich auch ab. Und jetzt ist alles cool. Sehr gut. Kann ich ja doch noch ein bisschen stolz auf dich sein. Immerhin einen Raum ohne Saves geschafft. Villa Orbis, Villa Deserta. Ja, ich weiß nicht, ob du das Puzzle noch machen willst. Das ist so das schlimmste Puzzle des Hex. Und du bist in der falschen Hälfte gestartet. Du gehst mal besser wieder raus. Ich muss dir eine neue Version schicken. Ja, das ist ja ein guter Moment, den Part zu beenden. Danke fürs Zuschauen. Oh mein Gott, es ist ein großes... Oh nee. Oh, ja, wir werden eine Weile hier verbringen. Oh, ich mag so große Raum-Level-Puzzle-Dinger. Überhaupt nicht. Aber gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.